Wir leben in einer nahezu perfekten Welt. Alles und jeder geht seinen Tätigkeiten nach und die Sonne spendet uns Wärme und Licht. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo Leben ist, ist Tod. Sehr geehrte Damen und Herren, hochgeschätzte Jury, liebe Rednerinnen und Redner, ich freue mich, heute vor Ihnen zu stehen und euch einen Einblick in das Thema der Tod und der Sinn des Lebens zu geben. Den Tod gab es schon seit jeher. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Mit jeder Person aus nahen Kreisen, die er sich holt, verlieren wir jemanden, den wir lieben. Die meisten in diesem Saal haben wahrscheinlich schon Erfahrungen mit ihm gemacht und wissen, wie schmerzhaft der Verlust eines Freundes oder Verwandten ist. Wir werden diese Person niemals wieder anfassen, mit ihnen sprechen, mit ihnen lachen, mit ihnen unsere Erlebnisse und unser Leben teilen. Diese Menschen sind fort. Die meisten unter uns wissen, wie sich das anfühlt. Der Tod ist eine dunkle Erfahrung. Er war es immer. Der Tod ist mit tiefer Traurigkeit verbunden. Oftmals verspürt man auch einen Anflug von Wut. Man fragt sich, wieso es gerade diese Person treffen musste. Man fragt sich, welchen Sinn der Tod hatte. Man fragt sich, welchen Sinn das Leben hatte, wenn es so schnell wieder genommen wurde. Was ist der Sinn des Lebens? Eine Frage, die fast so alt ist wie der Tod selbst. Warum sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Welche Rolle spielen wir in einem Universum, das größer ist, als es sich ein Mensch vorstellen zu vermag? Es ist ein Füllhorn an Fragen, doch ein Mangel an Antworten. Beschäftigen wir uns erstmal mit der Frage der Rolle und der Aufgabe unseres Daseins. Das wäre dann das Warum in unseren Fragen. Beruht unser Leben auf den Geschichten und Erzählungen der Bibel? Sind wir wegen Gott auf der Erde? Geben wir unser Leben ganz in Gottes Hände? Ist Nächstenliebe und Glaube unsere Mission? Ist Religion die Antwort? Auf alle Fälle finden viele Menschen in ihr die Antwort auf ihre Fragen. Oder ist es doch der Zufall, dem wir unser Leben zu verdanken haben? Diese Möglichkeit widersetzt sich allen Gesetzen und Regeln der Naturwissenschaft und Religion. Sind wir wegen einer Reihe glücklicher Zufälle auf dieser Welt? Gäbe es den Menschen überhaupt, wären diese Zufälle nicht so eingetreten, wie sie eingetreten sind? Für viele Menschen wirft diese Option, Möglichkeit, wie auch immer, Fragen auf. Wenn wir durch Zufall entstanden sind, kann es dann überhaupt so etwas wie einen tieferen Sinn für unser Leben geben? Andere Menschen sind jedoch der Meinung, dass das Schicksal der einzig wahre Grund unseres für uns Lebens ist. Sie finden, dass man sein Leben zwar in geringem Maß steuern bzw. bestimmen kann, doch am Ende nimmt das Schicksal seinen Lauf. Mit dieser Anschauung kann man sich eigentlich selbst nie als verantwortlich betrachten, zum Beispiel, wenn man jetzt vergessen hat, eine Hausaufgabe zu machen. Dann könnte es doch gar nicht die eigene Schuld sein, sondern das Schicksal wollte es so. Auch wenn diese Sicht der Dinge nicht vor einer Strafarbeit oder der Nacharbeit der Hausaufgabe schützt, gibt es dennoch viele Menschen, die diese Ansicht vertreten. Im Grunde ist es jedem selbst überlassen, welche Ansicht er nimmt oder wie er darüber denkt. Ob Religion, Zufall oder Schicksal, auf jeden Fall ist es Glück oder wer weiß, Pech, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Doch was der Sinn des Lebens ist, haben wir eigentlich noch nicht besprochen. Auch hier gibt es wieder verschiedene Anschauungen und Meinungen. So finden manche Menschen, dass der Sinn des Lebens schlicht ist, zu lieben und möglicherweise in weiterer Folge Nachkommen zu zeugen und somit die Erhaltung der menschlichen Spezies zu sichern. Einige Leute sind sich einig, dass das Anhäufen des Wissens der Grund unserer Existenz ist und stillen ihren Wissensdurst in etlichen Büchern. Aber nicht wenige sind sich einig, dass der Sinn des Lebens ist, sein Leben einfach glücklich und zufrieden zu leben. Denn ich bin der Meinung, dass man seinem Leben erst einen Sinn geben muss. Denn ich werfe diese Frage jetzt quer durch den Raum. Was wäre, wenn ihr morgen sterben würdet? Wärt ihr zufrieden mit eurem Leben? Und wenn nicht, was würdet ihr gerne noch tun? Man möchte doch kurz vor dem Tod nicht das Gefühl haben, man hat sein Leben nicht wirklich gelebt. Man war nicht zufrieden in seinem Leben oder betrachtet sein Leben sogar als Fehler. Ich denke, niemand in diesem Saal möchte im Nachhinein von seinem Leben sagen, dass es ein Fehler war. Aber wie kann man so etwas verhindern? Ich finde die dritte von mir eben genannte Möglichkeit sehr, sehr gut dafür. Denn die war nämlich, sein Leben einfach glücklich zu leben. Aber wie genau bewerkstelligt man so etwas? Dazu finde ich, sollte man die Dinge im Alltag, mit denen man am meisten Zeit verbringt, das wären jetzt Freizeit und Beruf, bei den meisten unter uns wahrscheinlich nicht Beruf, sondern eher Schule, sollte man möglichst gut und spaßig gestalten.
Jetzt kommen wir erstmal zu der Freizeit. Man sollte sich Hobbys suchen, die einem wirklich Spaß bringen und die man in vollen Zügen genießen kann. Denn wenn einem selbst die Freizeit keinen Spaß bringt, bringt einem wahrscheinlich nichts oder wenig im Leben Spaß. Und wenn man im Leben keinen Spaß haben kann, ist das Leben nur ein halbes Leben. Doch nicht nur die Freizeit, sondern der Beruf ist wichtig für das Glück in einem Leben. Vor allem in meinem Jahrgang, mit der Wahl des Schulzweiges, stellen sich schon viele Leute der Frage über ihre Zukunft. Genauer gesagt über das, was sie einmal werden wollen. Ich finde, man sollte sich auch hier einen Job suchen, der einem Spaß bringt und der einem einfach liegt. Jobs und Arbeiten, in die man von den Eltern genötigt wird, machen einen meist unglücklich. Und das sollte es jetzt auch nicht sein. Denn deinen Beruf solltest du selber bestimmen können, denn schließlich ist es auch dein Leben. Ebenso wenig sollte man bei dem Beruf nach dem Geld gehen. Es gibt zum Beispiel viele Ärzte, die für ihre Arbeit zwar viel Geld bekommen, die aber trotzdem mit ihrem Job, mit sich oder sogar mit ihrem Leben unzufrieden sind. Die Redewendung, Geld allein macht nicht glücklich, kommt eben nicht von ungefähr. Darum ist es wichtig, für sich den optimalen Job zu finden. Aber das Lebensglück zu finden, bezieht sich nicht nur auf sich selbst. Wenn ihr das nächste Mal jemanden seht, der etwas schlecht macht oder sich bei etwas schlecht anstellt, macht euch nicht über ihn lustig. Helft ihm, es besser zu machen. Anerkennung für etwas, das man gut gemacht hat, zu erhalten, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Lobt die Leute in eurer Umgebung, wenn sie etwas gut machen. Sie werden nicht gerade sauer mit euch sein. Außerdem ist es doch viel besser im Allgemeinen, seinen Alltag in einem Umfeld zu bestreiten, in dem einem alle gutgesinnt sind, als andersrum. Wenn man in seinem Leben dauernd nur streitet, macht das doch auch nicht gerade glücklich, oder? Der Philosoph Albert Schweitzer hat einmal gesagt, in jeder Minute, in der du ärgerlich bist, verpasst du 60 Sekunden des Glücklichseins. Ihr solltet vielleicht mal das nächste Mal, wenn ihr nicht so gut gelaunt seid, über diesen Spruch nachdenken. Ich muss sagen und zugeben, während ich mich auf diese Rede vorbereitet habe, war ich oft unglücklich, fand etwas unfair, ungerecht, was auch immer. Aber als ich über dieses Zitat nachgedacht habe, war das meiste eigentlich gar nicht die Zeit wert, darin zu investieren, sich darüber aufzuregen. Denn ich persönlich möchte mehr Zeit in meinem Leben glücklich sein, als traurig oder sonst etwas. Denn das Leben ist nun mal nicht für immer. Wenn einmal der Zeitpunkt gekommen ist, an dem wir aus diesem Leben scheiden, dann wollen wir doch alle diese Welt mit dem Wissen verlassen, dass wir unser Leben gelebt haben und stolz darauf sein können. Ihr lebt nur einmal, eure Zeit ist begrenzt, macht das Beste daraus, nutzt eure Zeit. Nehmt euch den Spruch Carpe Diem zu Herzen. Versucht jeden Tag zum besten Tag eures Lebens zu machen. Lebt das Leben. Nur so werdet ihr im Leben glücklich und erfolgreich. Danke für eure Aufmerksamkeit.